Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. Das SLCO1B1-Gen ist ein Beispiel für ein Gen, das ein Protein mit Transportfunktion kodiert und für den Transport von Medikamenten zur Leber verantwortlich ist. In der Leber werden Medikamente in Metaboliten zerlegt, die leichter ausgeschieden werden können. Wenn es also Mutationen in diesem Gen gibt, die zur Produktion eines nicht funktionsfähigen Transporters führen, werden die Arzneimittel nicht zur Leber transportiert, wo sie verstoffwechselt und anschließend ausgeschieden werden. Sie reichern sich im Körper an, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.